geil hier. Absolut cooles Schwimmbad. Die Bekloppten, die haben einfach alles kaputt gemacht. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Das war so ein schönes Schwimmbad. War auch nicht ganz billig. Ich glaube damals 21 Mark, wenn mich nicht alles täuscht, für 4 Stunden. Weiß nicht mehr genau. Hier war das Sohlebecken damals. Draußen konnte man schön rausschauen. Das war immer schön beheizt. Ich meine, hier war alles beheizt, aber das war halt besonders warm, ne? Hier hinter waren so Liegeflächen, da konnte man liegen. Schön gemütlich. Und hier stand man an der Bar. Ja, wie man sieht, ist ja nicht mehr viel über davon. Die haben sie irgendwann mal angezündet hier drin. Die Spastis. Ich frage mich sowieso immer, was die Leute davon haben. Soll das doch hier auf natürliche Art und Weise verkommen? Ist doch scheißegal. Aber nein, dann werden hier irgendwelche Partys gefeiert. Und. Ich kann sowas nicht verstehen. Hier bin ich auch immer gerne durchgeschwommen. Und jetzt. Ja, das sind die traurigen Überreste. Ich befinde mich jetzt hier mitten im Wellenbecken. Ja, da unten, wo diese Gitter sind, da kamen dann immer die Wellen raus. War immer sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Das Lustige hier ist, das Dach, das ist aus so einer Art Folie. Und weil es hier oben so windig ist, draußen, hört man die ganze Zeit so ein Scheppern und man denkt, man ist, also hier ist noch irgendwo jemand, aber ich denke, ich bin alleine hier. Schönes Schwimmbad gewesen. Aber jetzt im Oktober kommen die Bagger und dann wird alles von der Bildfläche hier verschwinden für den neuen Gewerbepark, was die auch immer machen wollen. Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Ja, hier konnte man damals mal drüber gehen, aber hier fehlen die Holzbohlen. Keine Ahnung, hat bestimmt einer mitgenommen für seinen Kamin oder was. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier war früher mal die Kantine. Konnte man hier durch so ein Tor durchgehen. Da wo die schwarze Wand ist, da war wie gesagt die Kantine. Da konnte man lecker essen. War auch nicht günstig, aber gut. Wie gesagt, dahinter ist dann halt die Küche und so. Und hier konnte man schön sitzen. So ein Selbstbedienungsbuffet. Und wenn man fertig war, konnte man direkt hier rausgehen. Und konnte man hier ins Wasser. Das Becken war beheizt. Und hier über die Mauer, dahinter war noch ein Becken. Das ist jetzt voll mit Schutt. Das war eisig kalt. Da hatten wir als Kinder Mammutproben gemacht. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Und da vorne steht ein Kameraturm. Kann man den sehen? Ja, der Turm da zwischen den Büschen. Naja, mir soll es egal sein. So, gehen jetzt mal hier wieder rein. Ne, besser nicht, das ist zu viel Glas. Wir wollen uns ja nicht schneiden hier, ne? Hier in dem Bereich befanden sich früher mal Umkleidekabinen. Man kam nämlich dort die Treppe runter, musste da hinten, hier hinten durchgehen, kam hier in den Umkleidebereich und hier
Hier war so ein Duschbereich und dort auch. Dann konnte man, es gab einmal eine Herrendusche, Familiendusche und Damendusche. Wie gesagt, das war alles Umkleidebereich. Da auf diesen erhöhten Sockeln da standen die, na sag schon, ich komme jetzt nicht drauf, die Schränke, wo man seine Klamotten reintun kann. Ja, und dann konnte man, hier waren so Türen überall, dann konnte man hier rausgehen, direkt in so einen Strudel reinspringen. Hier war nämlich der Strudel. Ja, das war immer ganz schön. Nochmal ein letzter Blick. Macht mich auch unglaublich traurig, dass das hier jetzt komplett abgerissen wird. Es war wirklich, wirklich ein schönes Schwimmbad. Wie gesagt, etwas teuer, aber war es besonders. War schön. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Ich habe gerade Schritte gehört. Jetzt gehe ich einfach mal gucken. Ja, okay. Ich habe Schritte gehört. Ich bin nicht alleine. Es ist noch jemand anders hier. Man sieht ihn da hinten. Und ja, gut zu wissen, dass ich nicht alleine hier rumschleiche. So, nach dem kurzen Schreck zeige ich euch den Bereich, den ich mal sehr schön fand. Und zwar den Bereich hier unten. Hier waren immer so kleine Inseln mit Schildkröten und Fischen. Also wenn man hier reinkam, hier war auch direkt da, wo dieses Graffiti ist. Da, von da kam ein Wasserfall runter. Ja, hier oben war halt der Kassenbereich. Dann gab es einen Fitnessbereich. Der befindet sich, also hat sich dort befunden, hinter den Scheiben. Können wir mal eben kurz durchgehen. Oh, ich muss sagen, ich habe mich kurz erschrocken gerade. Vor dem Mann da, aber alles gut. Der schaut sich auch nur um hier. Ja, und hier war halt ein Sportbereich, Fitnessgeräte und sowas. Und da ist der Security. Und nun werde ich mich verabschieden, weil der Security gerade auf dem Weg ist. Er hat mich zwar gesehen, aber pff, scheiß auf. Das gehört dazu, Berufsrisiko nennt man das. Hab keine Ahnung, wo der ist. Wie gesagt, ich hätte euch jetzt gerne noch mehr gezeigt. Aber leider ist der Sicherheitsfuzzi hier. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Dann lasst mir ein Like da und eventuell mal ein Abo für mehr solche Videos. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Auf Wiedersehen. Da bin ich nochmal. Jetzt fängt er schon an, hinter mir herzulaufen. Naja, man muss mich erstmal kriegen, wohl. Der Sicherheitsfuzzi. In dem Sinne. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ich lach mich weg, ey. Ciao. But don't get left behind on the road. But don't get left behind.